Herzlich willkommen bei den Möbelmachern unter Krumbach, neben Hersbruck im Nürnberger Land zum Newsletter 149, in dem Sie Sonnenblumen erleben und wir versprechen, dass wir auch die ganzen Ferien über für Sie da sind, auch am Samstag. Wir erzählen mit großer Freude vom ersten Platz bei der guten Form unseres Auszubildenden Hannes Wein, von der Ehrung Horst Hagers, der jetzt schon seit 25 Jahren Mitglied des Möbelmacher-Teams ist, und von Sophia Wagner, die gerade die Meisterschule besucht. Alle Möbelmacher zusammen sind ein Dreamteam, das nicht nur engagiert arbeiten, sondern auch feiern kann. Nach Feiern sieht auch wenig unser letzter Multikulti-Kochkurs aus. Aber wir haben uns ernsthaft über deutsche Geräte und chinesische, fränkische, oberpfälzische Kocherfahrungen ausgetauscht. Bitte sagen Sie uns einfach Bescheid, wenn Sie auch an so spontanen Kochkursen oder Workshops interessiert sind. Wir laden Sie gerne dazu ein. Fest steht schon der 29. September, der Tag der Küche. Wir erzählen vom Eichentisch mit Bank und Stühlen in Kirchensittenbach, den Frühstückseiern des britischen Königshauses, vom Ossobuco der Hutangerochsen und von unserer Nominierung zum Deutschen Kulturförderpreis für die Werkstatttage. Für unsere neue Küchenhomepage haben wir ein emotionales Video mit unseren Kunden, Hölzern und Geräten kreiert. Und wir bedanken uns bei Pronatura für unser Plakat zum 30-Jährigen, das nicht nur über unsere tollen Bettsysteme informiert, sondern in der heißen Zeit auch unsere Ausstellung beschattete, in der wir uns riesig über Ihren Besuch freuen würden. Bis bald!